Willkommen zu einer weiteren Sternsuche. Ja, wir beginnen heute im Shopping Center und werden dann alle Sterne, die so im Jorvik City zu finden sind, hoffentlich auch finden. Und ja, wie gesagt, wir beginnen im Shopping Center. Natürlich habe ich auch die nicht selber gefunden. Da, weiß ich nicht, wäre ich nicht so in der Lage, glaube ich. Auf die Verstecke wäre ich nicht unbedingt immer gekommen. Und ja, erstmal müssen wir hier nach ganz oben im Shopping Center. In die geschlossene, in das geschlossene Gebiet. Wie nennt man das denn? Naja, gut. Auf jeden Fall von der Rolltreppe hier hoch, hinter diesem Pfeiler gibt es noch einen Pfeiler. Und hier sieht man ihn schon, zumindest so ein, naja, eben hat man ihn etwas gesehen, das Glitzern da oben. Na, die Kamera möchte nicht. Zeigt ihn uns. Hier ist er. Der erste Stern. So. Ja, für das Shopping Center war es das dann auch schon wieder. Das heißt, wir gehen jetzt runter und werden zu Aydins Platz fahren erstmal. Und ja, dort gibt es auch einen Stern. Und ja, dafür gibt es aber in Governor's Fall dann mehr. Und ja, die kann man eigentlich alle so alleine einsammeln. Es gibt noch einen Stern, den bekommt man nur in einer Vierergruppe. Ja, das ist so mein Problem. Wie kriege ich eine Vierergruppe zusammen? Aber der Stern ist nicht hier im Shopping Center oder auch nicht hier in, überhaupt in Jorvik City. Von daher für heute überhaupt kein Problem. So. Jetzt muss ich mich orientieren. Hier drüben an diesem blauen Haus gegenüber. Hier die Pferdestatuen sind das Wichtige. Und da haben wir... Genau, hier so ein blaues Leuchten. So, das klicken wir an und da gibt uns die Statue einen Stern. Sehr schön. Auf geht's. Gut, ja, auch hier für Aydins Platz haben wir jetzt alle gefunden. Oh, Eric und Madison stehen hier noch. Dann geht's auf zu Governor's Fall. Also das sind wirklich... Also Governor's Fall, Hut ab, wer das gefunden hat. Zumindest den einen, da wäre ich nicht drauf gekommen, auf keinen Fall. So, einen hatten wir ja schon gesehen. Da müssen wir hier so ein bisschen auf die Autos achten, die hier langfahren. Das sollten wir dann hoffentlich auch hinbekommen. Wo war denn jetzt... Wo musste ich denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ach, hier hinten konnte ich ja gar nicht weiter, ne? Da war ja was. Also entweder hier links oder da hinten. Wo ist denn das Star Stable Hauptquartier? Irgendwo da. Da ist es. Und dann war der erste Stern hier, meine ich, in der Gasse hier gegenüber. Genau, hinter diesem Mülleimer müsste er sein. Da ist er. So, das geht ja noch. Aber es gibt auch noch einen. Wieso fahren denn hier heute überhaupt keine Autos? Das ist schlecht. Es gibt auch noch einen hier im Hauptquartier. Und da wäre ich definitiv nicht drauf gekommen. Hier muss man die Zahlen 1, 0, 8 und 5 eingeben. Und dann taucht in der Gasse neben dem Hauptquartier ein Stern auf. Vielleicht ist das irgendwie eine Hausnummer oder irgendwie eine Nummer, die mit Star Stable zu tun hat, aber ich wäre da nicht drauf gekommen, glaube ich. Oh, hier kommen die Autos. Aber nicht das, was wir brauchen. Hm. Hatten wir den schon mal eingesammelt? Eigentlich ja nicht, ne? Auf dem grünen Auto? Oder kommt hier noch ein grünes vorbei? Das kann natürlich auch sein. Eigentlich müsste auf dem dunkelgrünen Auto ein Stern sein. Hm.
Das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Ja, das wäre schön gewesen. Die Bahn war gerade da, aber wir hatten ja auch noch nicht die Ansage, dass wir hier alle haben. Ich muss mal kurz schauen, wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? Ja, mir fehlen noch einige. Aber ja, man sieht ja nicht, wo man die schon eingesammelt hat. Ach, da kommt er. Da kommt er. Auf dem grünen Auto ist er. Aha. Na komm. Ja. Glückwunsch, du hast, hast alle Sterne gefunden, die es zurzeit in dem Gebiet gibt. Dann warten wir jetzt auf die Bahn. Die sollte ja gleich wiederkommen. Und dann müssen wir noch zum Pier 13. Und das war dann auch der letzte, den es hier in Jorvik City gibt. Der letzte Stern. Ja, wie gesagt, für den 14. der neuen Sterne braucht man eine Vierergruppe. Da hoffe ich mal, dass ich irgendwann eine zusammenbekommen werde. Ja, oder wir machen es einfach so. Wer Lust hat, kann ja eigentlich einfach mal zu so einem Treffen kommen, wo wir den einsammeln. Dann können alle, die diesen Stern noch nicht haben, zusammen eine Gruppe bilden und dann holen sie sich auch diesen Stern. Aber ja, da werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein extra Video zu machen. Weil ich dann natürlich auch sehr gern dabei wäre. So, jetzt aber erstmal. Wir sind hier am Pier 13, sind dann hier vorne rausgekommen, links rum zu diesem Herrn. Klicken ihn an, laufen dagegen. Hey, schubst mich nicht, ich hätte ja etwas Wichtiges fallen lassen können. Hat er auch. Hier hinten glitzert's, wir heben es auf und sehen, dass es ein Schlüssel ist. So, mit diesem Schlüssel gehen wir jetzt hier hinten lang. So, dann sehen wir ja hier die Kräne. Ich glaube, wir müssen zu dem hinteren. Tja, der PC wollte mal wieder ein Update machen, aber jetzt noch nicht. So. Okay, jetzt sind wir bei dem hinteren. Da sehen wir auch schon, da oben leuchtet es blau. Und hier brauchen wir dann den Schlüssel. Wenden ihn an, dann sind wir hier oben und huch, na, gut, dass wir da nicht runtergefallen sind. Dann gehen wir nach ganz oben und hier oben ist der Stern. Sehr gut. Ja, damit wäre das auch mit den Sternen in Jorvik City. Einige waren echt nicht schlecht versteckt. Also ich glaube, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, hier bei dem Herrn da hinten nach dem Schlüssel zu gucken. Den in der Gasse bei Governor's Fall hätte ich wahrscheinlich schon irgendwann entdeckt, wenn ich gesucht hätte, aber ja, auch auf Aideens Platz weiß ich nicht, wann ich das mitgekriegt hätte, dass es da blau glitzert beim Pferd. Na gut, ja, was den letzten Stern angeht, den ich jetzt momentan einsammeln könnte, rein theoretisch, da werde ich mal schauen. Es wäre ja schön, wenn wir sowas mal zusammenbekommen würden. So ein Treffen von allen Leuten, die diesen Stern noch brauchen und die den gern haben möchten. Aber das werde ich dann, wie gesagt, nochmal extra in einem Video mitteilen, ja, wann man das denn machen könnte. Na gut, dann war es das aber für heute. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.